Und weiter geht's auf dem Weg nach Vertania City. Ach nee, so ähnlich. Zu diesen komischen Höhlen, aber ich habe da was nachgeguckt und Akimi, nee. Hatte ich nicht irgendwie noch einen anderen Ort auf meiner Strecke gefunden? Anscheinend nicht. Ach, ich muss mich auch mal rangewöhnen mit dem Rechtsklick. Joa. Und lokal natürlich. Und nach hier oben irgendwie. Ach komm. Ihr wollt mich doch verarschen mit diesem Klippenläufer. Stirb, du Klippen. Ah, Schlauch, du Klippenläufer. Stirb doch einfach mal. Ich kann dich nicht leiden. Geht doch. Ach nö. Das ist ein schlechter Scherz. Bam. Kommt schon der zweite an oder was? Klang gerade so danach. Und noch ein Hit. Oder zwei. Los! Hitte doch! Down. Leiche beseitigen. Obwohl ich denke, dass das voll unnötig ist eigentlich. Ach egal, müssen wir eben außen rumlaufen. Irgendwie. Was ich mich nur frage, ist da in dieser komischen Höhle, wo ich dann hinkomme, ein Boss für diesen Bogen? So klingt das für mich so ein bisschen. Wie soll ich den denn jemals besiegen? Ich will den nicht da anlocken. Jetzt echt keine Lust drauf. Ich habe ihn angelockt. Es war sowas von klar. Vielleicht die Ratte auch noch angelockt. Oh Mann. Verschwinden die eigentlich nachher oder gehen die nach einer Zeit wieder den Weg zurück? Würde mich ja mal interessieren. Verfolgen die mich jetzt auf ewig? Lokal. Autsch. Stirb. Und noch ein Hit. Und die Ratte stirbt eh schnell. Im Normalfall. Sag ich ja. Leiche beseitigen. Leiche beseitigen. Sind das die Höhlen? Lalando Angruft. What the hell? Ich speichere hier einfach mal. Ich glaube aber nicht, dass es die Angruft hier ist. Hey, da ist ein Schlickschalter, oder? Bist geheilt. Das würde ich doch wohl überleben. Ohne Probleme. Yes! Wuhu! Können wir gleich mal drauf speichern. Nein, Tab wollte ich eigentlich nicht drücken. Ist doch ein Schlickschreiter, oder?
Auf jeden Fall sieht das Vieh aus wie das gerade eben. Oder gerade eben wie letztes Mal. Und es war nicht nett. Und ach egal. Ich hoffe zumindest, dass das kein Vieh ist, was ich angreifen muss, kann. Ein Screep! Weil das wäre unschön. Ich bin auch wagemutig. Aus. Was auch immer das ist. Ach, ein Screep. Da war ich doch irgendwie schon mal. Abinabi. Ah. Ich habe nämlich gelesen, dass irgendwie östlich von diesem Ort ist. Ja, ich habe ein bisschen nachgeguckt wie in der Karte. Ach, eine süße Ratte. Mit was wurde ich jetzt infiziert? Alter! Das kann doch nicht sein, ey. Geschicklichkeit 0. Wie kriege ich da... Wie geht das wieder weg? Memorial. Geht das nach der Zeit weg? Ich hoffe. Ich speichere jetzt einfach mal gar nicht. Weil nett klingt das auf jeden Fall nicht. Zombie? Ja. Alter! Wie kriege ich das denn jetzt wieder weg? Gibt es auch sowas wie Geschicklichkeit wiederherstellen? Und dann... Gibt es sowas? Wenn das nicht weggeht, dann... Dann habe ich nicht mehr Probleme. Und mehr Treffsicherheit ist für ein Arsch. Oh, Mann. Stirb doch einfach. Geht doch. Was ist das da? Mal gucken. Das Memoria-Bla-Zeug soll weg. Da, das sieht so aus. So, jetzt machen wir mal Tee. Das kannst du
Wo sind denn Feinde? Gehen wir mal da rein. Bist geheilt. Ich hoffe, das geht weg. Natürlich nicht. Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Ich hab so ein Glück. Die Rolle der Lebenskraft? Göttlicher Eingriff. Aha. Gewöhnliche Krankheiten heilen. Das nehmen wir mal in die Hand. So. Kosten. Das hatte ich eh nur einmal, aber... Oh ne, das habe ich noch ein paar Mal. Rolle Dadens Wunder, Dings. Dadens Wunder. Ah, davon habe ich noch. Gut. Das gefällt mir schon mal. Dann kann ich ja wieder das Dings hier in die Hand nehmen und nehme einfach mal den Feuerball. Was ist das hier? Einfach nur zur Beschönigung. Oder Verschönerung. Das ist eine normale Ratte. Und ich höre Wasser. Ich blocke doch. Das nehmen wir mal. So, was haben wir denn da? Pfeile. Blitzschaden und so ein Zeugs. Was haben wir hier? Rattenfleisch. Naja. Mal weitersehen. Hä? Ach, da drüber geht ein Weg lang. Ah. Cool, cool. Freut mich aber auf jeden Fall, dass ich die Dings hier gefunden habe. Oh. Kurzwaffen. Beschwörung. Wiederherstellung. Ja, das könnte man ja mal benutzen, so wohltatmäßig hier. Bams! Schon hat man die Wiederherstellung ein bisschen hochgemacht und kann wieder den Feuerball nehmen. Stirb einfach. Autsch. Zerstörung. Auch wieder Pfeile mit Feuerschaden. Vielleicht soll ich einfach mal so einen Bogen mitnehmen und dann ein paar Flammenpfeile und einfach mich mal dran versuchen, ob ich das benutzen kann. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich speichere einfach mal jetzt. Jetzt ist eh Bums. Und es ist zu spät. Aber normale Pfeile hatte der auch noch, oder? Aber die wiegen immer so viel, die Pfeile. Eisenpfeil. Was hatten wir da hinten? Bei dem anderen. Für besondere Pfeile. Oh je. Blitz. Nehmen wir die einfach auch mit. So viel kann ich ja wohl noch tragen.
Nehmen wir Wohltat. Jetzt fehlt ein Feuerball. Ob ich mit dem Bogen umgehen kann? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was habe ich auf Athletik? Das ist doch dafür, oder? Nee. Fernlangwaffen. Nee. Akrobatik. Nicht wirklich hoch, aber ich kann es ja einfach mal probieren. Probieren geht über Studieren. Achso, das ist ganz normales Wasser. Auch wenn mir das mit dem Schwimmen noch nicht so ganz klar ist, wie das funktioniert. Und wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Ich möchte hier wieder raus. So, jetzt bin ich hier draußen. Wie komme ich nach da drüben? Sieht nicht sehr nett aus. Dann probieren wir es mit einem Sprung. Hoho! Nein! Und jetzt? Achso, ich muss auch noch Pfeile auswählen. Wenn man damit treffen könnte. Aber dazu bin ich wohl nicht in der Lage. Wo habe ich denn gespeichert? Vom Sprung, stimmt's? Ja. Den machen wir noch und dann fällen wir noch weiter rum. Naja, ist ja auch egal, mache ich beim nächsten Mal nochmal einen Sprung und bis zum nächsten Mal, ich bin MK Indiana Jones.